Zum Jahreswechsel kommt der Atomausstieg in Deutschland einen Schritt voran. Weitere 3 Kernkraftwerke gehen vom Netz und damit bleiben nur noch 3 AKW in Betrieb. Und auch diese sollen bis spätestens Ende nächsten Jahres abgeschaltet werden. Wirtschaftsminister Habeck sieht die Stromversorgung in Deutschland trotz der bevorstehenden Abschaltungen gesichert. Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima 2011 hatte die damalige Bundesregierung einen beschleunigten Atomausstieg beschlossen. Das Atomkraftwerk Brockdorf an der Elbe. 35 Jahre lang ist es in Betrieb. Das Dorf in der Wilstermarsch in Schleswig-Holstein wuchs in dieser Zeit von 700 auf 1000 Einwohner an. Atomkraft bedeutete hier auch Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen. Man macht sich schon Gedanken, das höre ich doch von vielen Bürgerinnen und Bürgern, ob es richtig ist, jetzt das Kernkraftwerk vom Netz zu nehmen. Wir werden natürlich Einbrüche haben bei den Gewerbesteuereinnahmen. Stillgelegt werden neben Brockdorf am 1. Januar auch die Atomkraftwerke Gundremmingen an der Donau und Grohnde im Weserbergland. Für den Rückbau der AKWs sind mindestens 10 bis 15 Jahre eingeplant. Übermorgen, Punkt Mitternacht, werden sie abgeschaltet. Wir haben jetzt über 35 Jahre haben wir ja verlässlich Strom produziert. Und das natürlich mit Höhen und Tiefen. Aber letztendlich sind wir auf das, was wir geleistet haben, sehr stolz. Was bleibt, sind auch diese Bilder von Demonstrationen von Atomkraftgegnern gegen den Bau der AKWs in den 1970er und 80er Jahren. In Brockdorf mit bis zu 100.000 Teilnehmern. Sie demonstrierten auch, weil die Frage nach einem Endlager nicht geklärt war. Das ist sie bis heute nicht. Fragen dazu an den Nuklearexperten Michael Seiler. Unter anderem war er mehrere Jahre in der Reaktorsicherheitskommission tätig. Guten Tag. Ja, guten Tag. 3 Atomkraftwerke gehen also in diesen Tagen vom Netz. Wie bedeutend ist das aus Ihrer Sicht? Also, es kommt darauf an, auf was man das bezieht. Wenn die Frage Atomausstieg dahinter steht, dann ist es natürlich der zweitletzte Schritt zum Abschalten. Wenn die Frage dahinter steht, wie das für unsere Elektrizitätsversorgung aussieht, dann muss man sagen, wir haben für die nächsten paar Jahre ganz klar die Situation, in der wir die Stromversorgung hinbekommen, auch an Tagen, an denen es mit den Alternativenergien schlecht aussieht. Und was ist da zu tun? Also was wir bei der Frage der weiteren Sicherstellung der Energieversorgung sehen müssen, wir sind erstens ein Land, in dem die Energieversorgung bisher viel besser als in den anderen Industrieländern ist. Das heißt, wir kommen von einem hohen Niveau. Was wir machen müssen, ist, dass wir in den nächsten Jahren genügend Reservekraftwerke oder andere Bereitstellungsmöglichkeiten schaffen. Es wird nicht mehr lange mit alten Kraftwerken gehen. Wir werden dafür spezielle Anlagen auch aus dem allgemeinen Geldtopf finanzieren müssen. Ob das bis Ende nächsten Jahres geht, wenn dann alle Atomkraftwerke abgeschaltet sein sollen, geht, darf ja bezweifelt werden, Herr Seiler. Befürchten Sie Blackouts in der Stromversorgung? Nee, überhaupt nicht. Also ich wollte nicht so verstanden wissen, dass wir die nächsten Jahre nicht eine Absicherung haben. Wir haben mehr als 5000 Megawatt Absicherung allein im Süden. Das heißt, was die nächsten 2, 3, 4 Jahre uns interessiert, haben wir überhaupt kein Problem, auch wenn nächstes Jahr die 3 anderen Kernkraftwerke von der Leitung sind. Das Problem ist, dass wir langfristig dafür sorgen müssen, durch moderne Technologie, moderne Kraftwerke, dass wir auch bei schlechtem Sonnenschein und schlechtem Wind genügend Kraftwerksleistung haben. Einerseits aus dem Ausland, andererseits natürlich möglichst viel aus dem eigenen Land. Und dann gibt es noch eine andere Frage, Herr Seiler, das ist sozusagen Ihr Hauptthema der vergangenen Jahre, die Entsorgung. Das Problem bleibt ja bestehen mit dem Atommüll, aber würden Sie sagen, da gibt es nennenswerte Fortschritte? Also aus meiner Sicht gibt es schon nennenswerte Fortschritte, weil wir uns bis vor 10 Jahren
überall gestritten haben, mögen wir jetzt Gorleben oder nicht. Und es gibt ja viele Gründe, warum Gorleben weniger geeignet ist als viele andere Möglichkeiten. Wir haben seit 2017 ein Gesetz, das sagt, wir suchen im ganzen Bundesgebiet nach einem Endlager für die hochradioaktiven Abfälle. Und es wird an diesem Gesetz gearbeitet, gemäß der Planung dort. Das heißt, es gab letztes Jahr einen Zwischenbericht zur Auswahl und es wird in den kommenden Jahren einen Bericht zum ersten Schritt der Gesamtauswahl geben, in dem einige Standortregionen vorgeschlagen werden. Es gibt dafür inzwischen eine Bundesgesellschaft, die damit beauftragt ist. All das gab es vor 10 Jahren noch nicht. Da hat sich noch keiner ernsthaft um die Endlagerung gekümmert. Jetzt steht Deutschland ja mit dem Atomausstieg weitgehend alleine. Unser Nachbar Frankreich zum Beispiel setzt verstärkt auf Atomkraft. Werden da die Risiken und Entsorgungsprobleme ausgeblendet? Also Frankreich tut auch einiges an der Entsorgung. Allerdings glauben die immer noch, dass die mit Wiederaufarbeitung dort weiterkommen. Aber die Risiken in Frankreich, die werden anders gesehen, weil Atom ein Nationalstolz von Frankreich ist. Sie wissen ja, dass es da sowohl zivile wie militärische Aspekte gibt. Die haben aber ein industrielles Problem. Die Industrie dort ist ja anders als in vielen anderen Ländern nicht privat finanziert, sondern sind weitgehend Staatskonzerne. Gerade die, die die Atomkraftwerke betreiben und die, die die Atomkraftwerke herstellen. Der Hersteller ist in den vergangenen Jahren in eine volle internationale Blamage gelaufen, weil sowohl das Kraftwerk in Finnland als auch die beiden Kraftwerke in Frankreich, die im Bau sind, mehr als doppelte Bauzeit gebraucht haben und bis heute nicht klar ist, wann sie wirklich laufen. Das heißt, diese Firma ist international aus dem Markt geflogen, weil sie so schlecht leistet. Und was Herr Macron jetzt eigentlich will, ist EU oder zumindest Staatsunterstützung für die Firmen. Was anderes steckt hinter der Renaissance nicht. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Seiler. Bitte sehr.